Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Douglas Skincare Adventskalender. Ist er nicht süß? Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Douglas Skincare Adventskalender ist einer von diesen Würfelviechern, kostet 29,99 €, kommt so an und ja, wir gucken einfach mal, was hier so drin ist, ob er sich lohnt und so weiter. Genau, ich habe das Schleifchen geöffnet und die Inhaltsstoffe jetzt mal kurz zur Seite gelegt. Okay, Entschuldigung. Ich habe Spaß in meinem Leben, ich weiß. So schaut der aus und es ist wunderschön. Also Douglas, die geben sich beim Design immer so super viel Mühe. Das Problem ist, dass dieser Adventskalender innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb weniger Tage, wenn man ihn öffnet, so schnell kaputt reißt. Aber wir schauen jetzt einfach mal rein und starten mit der Nummer 1. Es startet mit Douglas Home Spa Leilani Bliss. Enjoy the Tropical Island Feeling mit Ylang Ylang und Tiare Flower. Das ist eine Regenerating Hand Cream mit 30 ml. Yay, es fängt an mit einer Handcreme. Aber gut, der Duft hört sich vielversprechend an, hört sich gut an, riecht auch unheimlich gut. Oh mein Gott. Oh, das mag ich, diesen blumigen Duft, das gefällt mir tatsächlich. Ja, das macht es schon wieder wett, dass es eine Handcreme ist. In der Nummer 2 haben wir eine Ampulle drin, und zwar die Skin Focus Aqua Perfect mit 1,5 ml. Ich mag so gerne Ampullen, verwende sie mittlerweile fast schon lieber als Masken, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen darf. Und dass das aus meinem Mund kommt, ne? Wahnsinn, aber ich finde es einfach, es macht mir Freude. Und das ist so dieser, man hat oft diesen Sofortpflegeeffekt und ja, jetzt habe ich hier eine Ampulle drin. Das habe ich tatsächlich erwartet, gehofft und finde es cool. Ja, aber auch Masken finden wir, ne? In der 3 habe ich jetzt hier die Anti-Aging Face Mask mit 12 Millilitern, die innerhalb von 5 Minuten dein Gesicht wunderschön faltenfrei machen soll. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Das sind halt diese typischen Tiegelviecher, ne? Es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man die halt nicht komplett verwenden möchte, ne? Weil 12 Milliliter ist ganz schön viel Produkt. Aber ich kann empfehlen, das vorsichtig zu öffnen und dann halt quasi vorsichtig zu schließen und hier mit einem Bobbypin das Ganze zusammenzumachen. Den Tipp habe ich nämlich von einer Followerin bekommen. Ich glaube, vor 2 Jahren war das schon, als ich das erste Mal einen Douglas Adventskalender ausgepackt habe. Und den Tipp beherzige ich seitdem. Auch das, ein Klassiker. In der Nummer 4 haben wir eine Badetablette. Mystery of Hammam, ein Barsfizzer. Der riecht unfassbar gut. 24 Gramm sind hier drin enthalten. Und ich denke, dass wenn man eine Badewanne hat, dass man sowas gerne einfach verwendet als Badezusatz. Und das Ganze duftet dann so wundervoll. Und man ist dann wie auf Wolken gefühlt. Dieser Duft ist Hammer. Oh, mag ich gerne. Okay, die Nummer 5 hat mich auf den ersten Blick ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, das sind so Cooling Pads, die du in den Kühlschrank packen kannst oder die du irgendwie erwärmen kannst und dann auf die Augen legst. Das sind so 2 Stück, haben wunderschönen goldenen Sparkle drin, was ich super finde und was passend für einen Adventskalender ist. Und dann kannst du es auf die Augen packen und dann schwellen die Augenringe ab oder deine Augen werden wacher. Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall toll, weiß aber, dass ich persönlich da einfach nicht die Ruhe für habe, um sowas zu verwenden. Aber ich finde es ganz schön, sowas in einem Adventskalender drin zu haben. Vielleicht kann man da jemanden auch zu animieren, einfach eher zur Ruhe zu kommen. Das hier hätte ich jetzt nicht unbedingt zu Nikolaus erwartet. Irgendwie, weiß ich auch nicht warum. Ist wahrscheinlich recht hochpreisig, aber trotzdem. Das Nail and Cuticle Oil, also Nagel- und Nagelhautöl. Jo, das kannst du dir dann auf die Nägel geben. 10 ml sind da drin enthalten. Ich verwende sowas jeden Abend auf meinen Füßen, deswegen kommt mir das ganz gelegen, dass es halt mit drin ist, ne? Weil ich sowas halt einfach verwende. Ja, okay. Pflege-Adventskalender, ne? In der Nummer 7 haben wir ein Abschminkprodukt drin, und zwar ist es ein Make-up Removing Micellar Water for Face and Eyes, also für Gesicht und Augen. Und das ist mit Kornblumenextrakt, enthält 30 ml und soll dann, ja, ne, Make-up runternehmen. Ich empfehle, nachdem man ein Micellenprodukt verwendet hat, nochmal das Gesicht mit klarem Wasser abzuwaschen, um halt dieses Micellenwasserprodukt eben vom Gesicht runterzuwaschen. Es gibt da diverse Berichte im Internet drüber, dass man sowas nicht auf seiner Haut belassen sollte. Deswegen kann ich das nur empfehlen und ja, ich verwende sowas eigentlich gar nicht. In der Nummer 8 haben wir ein Produkt drin, was mir bekannt vorkommt, denn das hatte ich schon mal in den Händen. Das ist von Douglas, so ein Abschminkpad, und das mag ich gerne. Das ist halt super, auch jetzt praktisch direkt nach dem Micellenwasser. Du kannst nämlich hier einfach so deine Hand reinschieben, ne? Kannst dann das Pad entweder einfach nur nass machen und dann dich mit klarem Wasser abwaschen oder halt das Micellenwasser zum Beispiel damit runternehmen. Und das ist sehr schön weich und gefällt mir. Ein schönes Abschminktüchlein. Die Nummer 9
hat sich hier oben drin verzogen, hat dazu geführt, dass ich den Adventskalender so ein bisschen zerstören musste, leider. Hier haben wir eine Ampulle drin und zwar die Skin Focus Vitamin Radiance. Die hat so einen Schimmer mit dabei und das wird dann entsprechend Strahlkraft geben. Kann ich mir gut vorstellen, sowas zu verwenden, bevor man zum Beispiel Make-up aufträgt oder so, als eine Art Primer-Ersatz, ne? Weil dann hast du ja schon mal den Glow auf dem Gesicht und so. Und das finde ich cool, ne? Der 10. Dezember begrüßt uns mit einer Detox-Maske fürs Gesicht. Auch die muss nur 5 Minuten einwirken. Auch da sind 12 Milliliter drin enthalten. Auch da wieder gilt die Geschichte mit dem Bobby-Pin-Trick, ne? Denkt auf jeden Fall dran. Und das wird dann wahrscheinlich eine sein, die so ein bisschen runtertrocknet und dann so ein bisschen klärt. Oh, ich sollte mal unbedingt meinen Tisch etwas fester machen, denn er hat gerade sehr gewackelt. Oh je. In der Nummer 11 haben wir ein Produkt, was ich ähnlich schon in anderen Adventskalendern drin hatte, zum Beispiel in so einem. Auf jeden Fall ist das eine Schlafmaske. Ja, auch erholsamer Schlaf ist eine sehr pflegende Geschichte. Und hier haben wir eine rote Schlafmaske, die so weiße, so ein weißes Muster mit Sternchen und sowas hat, ne? Ja, ist auf jeden Fall ganz cool. Wir haben Gott sei Dank bei uns im Schlafzimmer Jalousien. Das hatten wir, bevor wir hier gewohnt haben, tatsächlich nicht. Und da hat mich jeden Morgen auch die Sonne sehr früh teilweise geweckt und das hat sehr, sehr genervt. Und deswegen ist sowas manchmal gar nicht verkehrt. Und dann kannst du das am besten nehmen und machst das dir dann quasi auf die Augen und legst das dann so drüber. Und dann kannst du nochmal 5 Minuten im Bett liegen bleiben und quasi ein bisschen wacher damit werden. Also nur so als Tipp. Zur Halbzeit dürfen wir mal wieder in die Badewanne steigen. Am 12. Dezember haben wir ein Spirit of Asia Bars Fizzer drin. Und das ist ein Duft, der eher ins Frischere geht. Tatsächlich, ja, grün. Passt auch auf jeden Fall, 24 Gramm. Der ist frischer halt. Also den würde ich eher verwenden, wenn ich jetzt so dieses Aufwachgefühl haben wollen würde. Dieses Produkt aus dem 13. Dezember ist schon eher was für mich, denn da haben wir einfach einen ganz klassischen 2-Phasen-Make-up-Remover für Eyes and Lips. Für sensible Augen ist es geeignet, auch das mit Kornblumenextrakt und 30 Millilitern. Das muss man vorher schütteln und kann sich das dann mit seinem neu erworbenen, wiederverwendbaren Abschminkpad quasi aufs Gesicht geben und das Make-up runternehmen. In der Nummer 14 haben wir die zweite Handlotion und auch das riecht wieder so gut. Aloe Vera und Shea Butter Everyday Hand Lotion 30 Milliliter. Definitiv tröstet dieser Duft über das Produkt an sich hinweg, ne? Oh, das riecht so gut, pflegend, nach frisch gewaschener Wäsche, nach Weichspüler, nach mega geil, ne? Auch am 15. Dezember haben wir mal wieder eine Ampulle drin und das ist die Skin Focus Collagen Youth Ampulle. Ja, die soll Jugendlichkeit bringen. Also in dem Sinne würde ich sagen, irgendwie was mit Feuchtigkeit und Falten glätten. Am 16. Dezember haben wir eine Pinzette drin enthalten, aber die macht erstmal einen ganz guten Eindruck, muss ich sagen, weil das halt so eine Metallpinzette ist, steht einfach ganz schlicht Douglas drauf. Also die, muss ich wirklich sagen, macht einen wirklich, wirklich guten Eindruck und finde ich auch 1000-mal besser, als wenn da jetzt eine Nagelfeile drin gewesen wäre. So eine Pinzette geht nämlich super schnell bei uns verloren. Mein Freund macht Modellbau und baut Lego und so ein Kram und ich mache halt Beauty-Kram und so und bin auch, ne? Pinzetten kannst du immer gut gebrauchen. Am 17. Dezember dürfen wir uns entspannen, denn da gibt es eine Relaxing-Maske. Auch hier wieder 12 Milliliter drin enthalten. 10 bis 15 Minuten kannst du die drauf lassen. Und ja, ne, also ich finde die von Douglas ehrlich gut. Ne? Also habe ich auch schon die ein oder andere ausprobiert. Die haben echt eine tolle Wirkung. Und schon sind wir in der Weihnachtswoche. 18. Dezember schenkt uns Radiance Tonic Lotion fürs Gesicht. Auch hier haben wir wieder dieses Kornblumenzeug drin und 30 Milliliter. Toner ist super wichtig. Ein Toner verwendet man, nachdem man seine Haut gereinigt hat oder sie mit Wasser in Berührung gekommen ist, um sie halt nochmal so ein bisschen vorzubereiten. Hey, Achtung, chill dich. Gleich kommt ein bisschen Pflege. Sei nicht allzu überrascht darüber. Gerade bei sensibler Haut macht ein Toner einfach Sinn. Und ja, den kannst du auch mit deinem wiederverwendbaren Abschminkpad auftragen oder einfach mit den Händen. Das geht auch. Die Nummer 19 überrascht mich positiv, denn hier haben wir eine Moisturizing Day Cream fürs Gesicht mit Shea Butter und Oat-Extrakt, also Oat, Weizen, Mehl, was ist Oat nochmal? Mehl, glaube ich, oder? 30 Milliliter und finde ich gut, tatsächlich. Das riecht einfach nach Creme, ne? Aber finde ich klasse. Haben wir auch vielleicht eine Nachtcreme hier drin? Aber das finde ich, also muss ich positiv erwähnen, dass ich, hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, das musste sein, oder? Also in der 20 haben wir irgendwie so ein Pöttchen drin.
Wobei ich ehrlich sagen muss, dass diese Pöttchen gar nicht so schlecht sind. Ich habe mir davon tatsächlich mal vor einiger Zeit bei Amazon ganz viele bestellt. Eben, weil wenn ich zum Beispiel eine Tuchmaske oder sowas verwende, hast du ja noch super viel Serum drin. Oder wenn du halt bei den Crememasken gerade keinen Bobbypin bereit hast, sondern einfach so dieses Sachet da liegen hast, kann man das umfüllen in eben so ein Pöttchen, damit man halt das Produkt aufbewahren kann. Also man kann wirklich viel mit diesen Pöttchen veranstalten oder wenn man auf Reisen geht, halt eine Weihnachtsreise zu den Eltern oder so und da dann halt in dem Sinne dein Produkt drin abfüllen und das mitnehmen, damit du nicht so einen riesengroßen Tiegel mitnehmen musst. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt und deswegen finde ich es auch cool, dass es drin ist. Es ist kein nerviges Füllprodukt, sage ich mal. Endlich haben wir was für den Körper hier drin und zwar von Douglas Home Spa Harmony of Ayurveda Recharge Your Body and Soul Orange and Almond Caring Body Lotion und hier sind 30 Milliliter drin enthalten. Das ist so ein krass passender Weihnachtsduft, ne? Mandel und Orange, klar. Riecht auch ehrlich gesagt angenehm. Ich mag nicht so gerne zitrische Düfte, aber diese Kombi gefällt mir. Weil das angenehm riecht. Das mag ich. Am 22. Dezember gibt es nochmal eine Gesichtsmaske und zwar die Hydrating Face Mask, die 12 Milliliter enthält und die man 5 Minuten drauf lassen muss. Finde ich toll, ne? Da hast du noch einfach so einen kleinen Pflegemoment, Spa-Moment, wie auch immer und kannst dann ganz entspannt in der Weihnachtswoche allem Trubel trotzen. So. Am 23. Dezember, also am Tag vor Heiligabend, dürfen wir unseren Körper dann nochmal peelen oder unser Gesicht, wobei das würde ich eher für den Körper empfehlen. Das ist einfach ein Handschuh, den man sich einfach überstreifen kann und dann halt so über die Haut damit gehen. Ne? Den kannst du auch einfach ganz normal in der Waschmaschine waschen und das ist auf jeden Fall ein praktisches Produkt, nachhaltig auch halbwegs, weil du kein weiteres Produkt dafür brauchst. Ne? Und ja, so ein Peeling-Handschuh, den finde ich auch nicht nervig als Füllprodukt. Ich persönlich würde vermuten, dass wir in der 24 jetzt die passende Nachtcreme drin haben, weil es auch so eine Tiegelform ist. Aber nö, ich habe mich geirrt. Hä? Douglas Home Spa Sea Thalasso Enjoy the Power of the Sea. Bergamot and Sea Salt Minerals. Irgendeine Bodywash. Mit 50 Millilitern. Okay, ja, damit kannst du dann duschen. Wobei das meiner Meinung nach sich jetzt eher von den Inhaltsstoffen oder von dem Duft her anhört, als wäre das was für ein Mann, ne? Ja, das ist was für ein Mann. Also für mich, also aus meiner Sicht, weil ich bin ja so eine blumige, süße, wie auch immer Tante und mein Freund steht halt voll auf so waldige oder aquatische Düfte. Ne? Deswegen würde ich das auch eher bei ihm sehen als bei mir. Aber interessant, dass in der 24 drin, ja gut, ne? Auf die Männer wurde jetzt auch nicht so ultra viel Rücksicht genommen, was Düfte angeht bei dem Adventskalender. Tada! So zerstört sieht er gar nicht aus, ne? Ich hätte gedacht, dass er irgendwie nur noch aus dem letzten Loch am Pfeifen ist oder so. Nö, der sieht echt gut aus, dafür, dass ich ihn in dieser Geschwindigkeit geöffnet habe. Ich mag den irgendwie. Wir haben nicht so nervige Füllprodukte drin. Keine Ahnung, ob der einen ordentlichen Wert hat, aber wir haben halt auch, ich finde, sinnvolle Tools mit dabei. Das ist nicht so 0815-Gedönsen. Ja, wir haben da auch irgendwie eine Pinzette mit drin, die auch so ein bisschen nervig sein kann. Aber hey, wir haben kein Scrunchie, wir haben keine Nagelfeile. Ne? Die 24 und die 6 sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig und nicht so unbedingt das absolute Wow-Produkt. Da hätte man vielleicht irgendwie was anderes reinpacken können. Aber ich finde, dass der sich auf jeden Fall lohnen wird. Ne? Also ist jetzt ja auch von außen nicht so aufgemacht, als wäre das ein klassischer Frauen-Adventskalender. Ich kann mir vorstellen, dass man das als Paar vielleicht auch ganz gut aufmachen kann. Wobei, nee, da sind hauptsächlich Frauenprodukte drin. Also so eher so in die Frauenrichtung, denn mein Freund verwendet keine Abschminkprodukte, ne? Aber gut, mir hat er gefallen. Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Da es ein Pflege-Adventskalender ist und auch so quasi bezeichnet wird auf der Homepage, weiß man eigentlich, was man bekommt. Für den einen oder anderen ist es vielleicht sogar zu wenig Pflege. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!